Nicht gleich. Jetzt, so ich sag's jetzt zum letzten Mal. So jetzt sag ich's aber wirklich zum letzten Mal. So jetzt sag ich's aber endgültig zum letzten Mal. Sag einmal, red ich Chinesisch? Markus Hauptmann, Volksschullehrer und Kabarettist. Er hat die bekanntesten Elternsätze zusammengetragen. Und auch wenn wir uns geschworen haben, sie niemals zu unseren eigenen Kindern zu sagen, so rutschen sie uns doch immer wieder raus. Warum sie noch immer so präsent sind, obwohl sie ja größtenteils wirklich ziemlich schwachsinnig sind, für das habe ich auch nicht wirklich Erklärung. Ich glaube, die sind einfach ganz massiv in uns drinnen. Ja? Und wir geben sie unbewusst den Kids weiter. Ich finde manche aber auch sehr schön, das muss ich schon sagen. Du rüttelst am Watschenbaum, junger Mann. Also mir haben die Watschen auch nicht geschadet. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Sag einmal, habe ich einen Geldscheißer? Scheiße, sagt man nicht. Ja, so schaut's aus, wie wenn er Bomben eingeschlagen hätte. Ich bin nicht deine Putzfrau. So, ich sag dir jetzt eins. Wenn du nicht in 5 Minuten ein Zimmer zusammengeräumt hast, dann hau ich alles weg. Es ist nur eine Phase. Es ist nur eine Phase. Bei mir war das zum Beispiel so, wie meine Tochter auf die Welt gekommen ist, vor 2,5 Jahren. Da war der Sommer mit ISIS-Terror, mit Ukraine und so weiter. Ich habe die Panik aufgerissen. Ja. Und ich kann verstehen, dass die Eltern heute verunsicherter sind, ihr Kind vielleicht doch nicht mehr so gerne in den Park gehen lassen, weil du halt ständig niedergemüllt wirst in Zeitungen, Fernsehen, wo auch immer, dass alles ein Wahnsinn ist, ja, und dass die Welt draußen so gefährlich ist. Dabei könnten wir viel entspannter sein.